Guten Abend, meine sehr verehrten Mitbirdrider und Mitbirdriderinnen. Nach der Ansprache unserer Kanzlerin fühle auch ich mich dazu bewogen, einige Worte an Sie zu richten in diesen schweren Zeiten. Denn was unser stolzes Land, nein, was die Welt jetzt braucht, ist der Birdrider. Hallo zusammen, willkommen hier auf meinem Raumschiff Space Squid. Oder so, in absoluter Isolation in den Weiten des Weltalls, fernab von allem anderen, isoliert von allem anderen, warten wir hier, bis der Virus, bis die Krise, bis die Pandemie endlich abgeklungen ist. Aber um ehrlich zu sein, beeinträchtigt mich der Virus, die Pandemie, die Ausgangssperre, die es noch nicht gibt, nur die Ausgangssperren im Empfehlung oder so, mich persönlich kaum. Da ich sowieso von zu Hause aus arbeite, also Homeoffice ist für mich täglich Normalität und auch so nicht unbedingt der Extrovertierteste bin, lebe ich im Grunde ganz normal weiter. Aber wenn ich dann doch mal rausgehe, zum Beispiel zum Einkaufen, dann erlebe ich irgendwie den Wahnsinn oder den Ausnahmezustand in zweierlei Hinsicht. Das ist eigentlich ganz interessant, denn vor 2 Wochen ungefähr haben Merlin und ich unseren Großeinkauf gemacht, unseren wöchentlichen Großeinkauf. Also nichts Besonderes, kein Corona-Vorrateinkauf, sondern ganz normaler wöchentlicher Großeinkauf. Und da war die Hölle los da draußen. Es gab keine Nudeln mehr, es gab kein Klopapier mehr, das Übliche, die Klischees. Was wollen die Leute eigentlich mit dem ganzen Klopapier? Wenn die sich zur Not, wenn sie die Miete nicht mehr bezahlen können, Burgen draus bauen oder... Ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer. Das ganze Programm auf jeden Fall. Die Kassen waren voll, die Schlangen standen durch den kompletten Laden. Es war totale Katastrophe. Und ich lebe ziemlich ländlich eigentlich. Also wir leben relativ ländlich. Insofern war das schon erstaunlich, dass das auch hier so um sich gegriffen hat, diese Corona-Panik irgendwie. Als wir jetzt allerdings andererseits vorgestern oder gestern einkaufen waren, war alles wie ausgestorben. Alles tot. Alles weg. Niemand mehr auf den Straßen. Also schon, es waren ein paar Leute einkaufen, aber wow, das war gespenstisch. Das war beeindruckend, was ja vernünftig ist. In meinem Fall jetzt nicht unbedingt, um mich zu schützen. Ich bin noch jung und gesund genug, dass mir der Coronavirus wahrscheinlich nichts anhaben würde. Merlin genauso. Aber es geht hier natürlich um unsere Kranken, um unsere Alten, um unsere Mitbürger, unsere Freunde, unsere Familien, die wir natürlich beschützen wollen und müssen. Als das Ganze in Deutschland erst so richtig losging, haben sich Merlin und ich tatsächlich in 2 Wochen Quarantäne begeben, mehr oder weniger. Denn zufälligerweise waren wir blöderweise 1 Woche, bevor das Gesundheitsamt die Empfehlung ausgesprochen hat, dass sich alle Menschen, die in Österreich waren, in Quarantäne begeben. In Österreich, natürlich. Wir hatten zum Glück genug Lebensmittel im Haus und mussten deswegen nicht großartig aus dem Haus. Deswegen war auch der Großeinkauf, den ich vorher erwähnt habe, etwas größer als normalerweise und das mitten in diesem Einkaufschaos. Das war ziemlich crazy. Aber gut. Ja, und jetzt ist für mich zumindest irgendwie wieder Normalität eingekehrt, komischerweise. Wobei ich weiß, dass für viele dieser Ausnahmezustand durchaus belastend ist. Dass für viele auch dieser Hausarrest, den es ja nicht gibt, aber diese Empfehlung, zu Hause zu bleiben, schwierig ist. Das Einzige, dem ich jetzt mit einem trauernden Auge entgegenblicke, ist Ostern. Denn eigentlich hatten wir vor Ostern die Familie zu besuchen und gemeinsam zu feiern. Das wird nun wahrscheinlich flachfallen, denn wir wollen natürlich die Boomer in unserer Familie nicht gefährden mit unserer Anwesenheit. Und das sind wir nun mal einfach, eine Gefahr für andere. Und das wollen wir selbstverständlich nicht riskieren, also werden wir wohl auch leider Ostern zu Hause bleiben und überhaupt auch die nächsten Monate im Endeffekt zu Hause verbringen. Merlin ist jetzt auch im Homeoffice, das ist sie normalerweise nicht. Und das ist ziemlich cool, denn wir haben jetzt viel mehr Zeit, die wir miteinander verbringen können.
Also natürlich müssen wir beide immer noch arbeiten, aber wir können gemeinsam essen, wir können kleinere Pausen gemeinsam machen und wir treffen uns abends schon viel früher gemeinsam auf der Couch als normalerweise, weil die Arbeitswege wegfallen. Und können noch dazu beide ausschlafen. Es ist schon ziemlich cool eigentlich. Ich hoffe nur wirklich, dass das Ganze zumindest bis Weihnachten überstanden ist. Denn Heiligabend allein oder zu zweit hier verbringen und nicht die Familie zu besuchen, das wäre schon ziemlich schade. Gut möglich, dass uns jetzt noch wirklich eine Ausgangssperre bevorsteht. Ich meine, die Experten und die Regierung sagt immer wieder, Leute, bleibt zu Hause und die Leute bleiben nicht zu Hause. Was soll man da machen? Aber wenn die Ausbreitung jetzt in den nächsten Wochen einigermaßen gebremst wird und dann vielleicht schon Ende des Jahres, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr, erste Impfstoffe wirklich Tests durchlaufen haben und eingesetzt werden können, dürfte das Ganze überwunden sein. Schauen wir mal, wie es kommenden Winter wird. Wer weiß. Ja, und ansonsten, meine Arbeit ist eigentlich wirklich gar nicht beeinträchtigt. Bis jetzt zumindest. Ich hatte ja am Anfang die Hoffnung, wenn man das so sagen will, dass vielleicht jetzt dadurch, dass mehr Leute mehr Zeit zu Hause verbringen, mehr Leute YouTube gucken und vielleicht auch meine Videos mehr gucken. Das ist bis jetzt noch nicht eingetreten. Ich habe gleichzeitig auch die Sorge, dass vielleicht Unterstützer des Kanals, meine Patreons, die den Kanal wirklich am Leben und am Laufen halten, ihr Geld jetzt vielleicht einfach für wichtigere Sachen brauchen, vielleicht einfach auch selbst in wirtschaftliche Nöte geraten und sich einfach einen Support des Kanals nicht mehr leisten können. Das wäre natürlich auch für mich existenzgefährdend, wie für viele andere Kleinunternehmer momentan, wobei natürlich Restaurants und kleine Lädenbesitzer viel, viel, viel schlimmer betroffen sind als ich. Wie gesagt, momentan bin ich noch nicht betroffen, das sind nur die Sorgen, die mir so durch den Kopf gehen. Also auch hier könnte es mich wirtschaftlich treffen. Natürlich könnten auch die Werbeeinnahmen über YouTube einfach sinken, weil eben die Wirtschaft schwächelt und weil die Werbung einfach nicht mehr so viel wert ist. Bis jetzt ist noch nichts davon eingetreten. Bis jetzt fühlt sich für mich alles ziemlich normal an, außer die Welt da draußen, die ich aber so gut wie nie sehe. Insofern erstmal kein Grund zur Panik für mich und ich hoffe auch euch da draußen geht's aktuell gut. Ich hoffe auch ihr müsst euch aktuell keine großen Sorgen machen um Verwandte vielleicht, um Familienmitglieder, um Freunde oder auch um eure berufliche Existenz. Ich hoffe, dass wir alle wirklich einigermaßen gut durch diese Krise, diese Pandemie kommen. Diese aufregende und auch irgendwie beängstigende Zeit, die uns hier bevorsteht und in der wir schon mittendrin sind. Es ist eigentlich crazy, oder? Es ist irre, dass wir jetzt hier diese Pandemie miterleben. Ein absoluter Ausnahmezustand. Ich kann ja absolut verstehen, dass gerade am Anfang viele die Sache nicht sehr ernst genommen haben, weil, ich meine, kommt schon Schweinegrippe und Hühnergrippe und Gurkengrippe und was wir nicht alles hatten. Und die Medien haben alles aufgebauscht wie sonst noch was. Da liegt die Vermutung am Anfang schon mal nahe, dass jetzt das die nächste kranke Sau durchs Dorf getrieben wird. Aber hierbei handelt es sich tatsächlich um ein Ereignis, das es in der Menschheitsgeschichte noch nicht sehr oft gab. Und zum Glück sind wir momentan technisch schon in einer Lage, das Ganze sehr gut abzufedern. Es besteht kein Grund zur Panik, aber man sollte auch nicht zu sorglos damit umgehen. So sehe ich das Ganze zumindest. Wie geht's euch? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mir sicher, dass viele Sorgen und viele Ängste bei euch zu Hause umgehen. Auch vielleicht viel Unsicherheit. Wir können da sehr gerne in der Kommentarzeile, in der Kommentarsektion ein bisschen drüber reden. Und falls es für mich in meinem Leben oder auch für den Kanal irgendwelche Auswirkungen in Zukunft in puncto Coronavirus geben sollte, halte ich euch darüber sehr gern auf dem Laufenden, wenn Interesse besteht. Für heute ist jetzt aber erstmal Schluss. Ich sage danke fürs Zusehen, bleibt gesund, bleibt zu Hause und viel Glück in den nächsten Monaten und viel Durchhaltevermögen an euch und eure Familien und Freunde. Und
Bis bald, hoffentlich. Gut. Ciao.